Wir haben ja letzte Woche angefangen, über das Thema Dell zu sprechen. Allerdings hat uns ein Feueralarm dann am Ende den Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, wir gucken heute nochmal drauf. Und es ist auch gar nicht so verkehrt, denn es hat sich einiges getan an den Aktienmärkten. Ich glaube, ihr seid alle voll dabei und es geht insbesondere an den Chipmärkten gerade hoch und runter. Gestern, Runter, viel runter. gestern war zwischenzeitlich eine Erholung zu sehen, Nvidia 5, 6% hoch, dann wieder jetzt zum Schluss 6%, glaube ich, unten. Also man sieht, die Bewertungsspannen, ja, sind gerade so plus minus 10% gefühlt am Tag. Das heißt, es ist viel los und die Märkte bewegen sich und dementsprechend bewegen sich natürlich auch einige Aktientitel. Ich habe am Dienstag so ein bisschen die Gründe erklärt. Es gibt verschiedene Gründe von Japan und den Zinsen bis hin zu den US-Rezessionen, Bewegungen und Bewertungen in Europa und in Deutschland. Wir können das Thema gerne zwischenzeitlich auch immer mal wieder aufgreifen. Im Kern geht es für uns aber darum, ja, Aktientitel zu finden, die spannend sind, die vielleicht gerade zu einem guten Preis zu haben sind. Und das Schöne ist, auch wenn es teilweise dann fürs Depot oder fürs Portfolio ab und zu mal schmerzhaft ist, wenn die Aktienkurse fallen, ist, dass es doch wieder gute Einstiegsmöglichkeiten gibt. Eine davon ist eventuell Dell. Das werden wir uns heute mal anschauen und versuchen, so ein bisschen herauszufinden. Alle, die letzte Woche schon in den Werkstätten dabei waren, die kennen ja so ein bisschen die Ergebnisse aus dem größeren Konstrukt. Da haben wir uns ja unter anderem auch generell das Thema Elektronik, Chip-Zulieferer, kann man sagen, Lieferung. Schaufelverkäufer im Rahmen der ganzen Digitalisierung der Chipindustrie angeschaut. Ja, heute nochmal Dell zum Thema Server und heute Nachmittag geht es dann mal los wieder mit anderen Themen. Ich habe aber schon viel erzählt, deswegen lasst uns einfach reinstarten, denn ja, es ist doch ein bisschen was los an den Aktienmärkten. Und was genau los ist, schauen wir uns direkt in dem Vergleich einmal an von letzter Woche zu voriger Woche. Denn hier habe ich einmal das Bild in der letzten Woche eingezeichnet, Dell, wie es sich verhalten hat. Und man sieht, wir hatten natürlich in der letzten Woche auch schon den Beginn eines etwas negativeren Marktumfeldes, aber durchaus mit Schwankungen versehen. Und man hat gesehen, diese schöne exponentielle Form, die Dell hier über die letzten Monate aufgebaut hatte, ist durchbrochen worden. Wir sind hier in so einen Abwärtstrend gelaufen und wenn man sich das Ganze an Unterstützungen und Widerständen und Hochpunkten wirklich angeguckt hat, dann hat man gesehen, dass es doch schon ja eine deutliche Reduktion gab des Aktienkurses. Wir waren so bei 110 US-Dollar ungefähr. In der Spitze waren es mal hier knapp 180, im Tageshoch ja so 165. Also man hat rund ein Drittel des Wertes seit dem Hoch auch schon wieder eingebüßt gehabt. Hier sieht man ungefähr diesen letzten Tiefpunkt, der so eine kleine Unterstützung hätte sein können. Wir sehen aber im nächsten Schritt, was dann doch passiert ist in den letzten Tagen. Wir sind noch ein ganzes Stück weiter runtergerauscht, kann man sagen. Also diese Unterstützung hier hat nicht gehalten. Wir sind bis zur nächsten hier auf der 85-Dollar-Grenze ungefähr herabgesunken. Und damit hat sich der Aktienkurs jetzt, ja fast kann man sagen, in den letzten Wochen wieder halbiert, also vom Hoch zumindest von der Spitze. Dell wieder fast wieder zurück in Richtung der Normen, die man über dem letzten Trendverlauf so abgebaut hatte, immer noch im positiven Trend. Man sieht es ja an diesem leichten Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hatte. Man sieht auch ja in den nächsten Abstufungen, falls es doch weiter bergab gehen sollte, gibt es hier einige Stufen quasi mit weiteren Unterstützungen und Widerständen, die nicht alle halten müssen. Die sind alle nicht wirklich oft getestet und stabil, muss man an der Stelle sagen. Was wir sehen, der Trend kippt natürlich hier aktuell vom Momentum her sehr stark nach unten. Und die Frage, die wir uns natürlich jetzt stellen, ja, wie kommt es dazu, dass eine Aktie hier mal so hoch bewertet war und plötzlich fast die Hälfte eines Wertes eingebüßt hat? Bei so einem großen Aktientitel, wie gesagt, bei kleinen Volatilen, da kennen wir das. Alles, was vielleicht nur ein paar Milliarden wert ist, da springt der Aktienkurs gerne mal öfter hoch und runter. Dell ist dann doch schon in der Ecke größer und wir werden uns das gleich nochmal angucken, was denn eigentlich die Euphorie hier oben war und eventuell das Negativszenario, was man gerade hier unten sieht. Denn wie man sich denken kann, hängt beides relativ eng zusammen. Das habe ich schon viel erzählt, Tom. Lass uns noch mal kurz rauszoomen. Lass uns rauszoomen, so ein bisschen gucken, was macht denn Dell überhaupt? Ich glaube, Dell ist vielen, vielen ein Begriff, sehr etabliertes Unternehmen, 1984 gegründet und in zwei Märkten tatsächlich aktiv. Wir haben das hier heute mal so ein bisschen aufgeteilt. Der Hauptmarkt sehen wir jetzt hier gerade Consumer Electronics, das heißt Elektronikgeräte für den Endkonsumenten am Ende. Ein Markt, der relativ groß ist, 181 Milliarden US-Dollar groß, nur der US-Markt. Das heißt, wir sind da nicht in dem globalen Markt, aber ein relativ langsames Wachstum von knapp 4,4%.
haben wir in der Vergangenheit mehr gesehen, haben wir aber tatsächlich auch schon weniger gesehen. Ich würde es tatsächlich erstmal so als moderat einstufen. Genau, wir sehen, der Markt ist relativ, ja, ich wollte gerade sagen, stark segmentiert, aber wir haben den größten Bereich eigentlich mit Smartphones, wie wir ja dann tatsächlich vor 2 Wochen bei Apple gesehen haben. Wir haben tatsächlich aber auch Geräte wie Tablets und Desktops dabei, haben dann aber auch Laptops und Ähnliches dabei, wo dann natürlich Dell so ein bisschen aktiver ist. Konkret bietet Dell tatsächlich PCs an. Wir haben tatsächlich hier vor uns auch Bildschirme, also Notebooks, Desktops, Workstations sowie alles, was quasi dazugehört. Das heißt Dockingstations, Tastaturen, Mäuse, Webcams, alles, was man so ein bisschen, ja, ich würde sagen, im Arbeitsalltag vorm Computer braucht, stellt Dell so ein bisschen zur Verfügung, oder? Ja, ich glaube, man kann sich darunter alles vorstellen, was man so ganz generell sich unter PC-Elektronik auch irgendwie vorstellen kann. Ja. All das bedient Dell in einem gewissen Umfang, aber es ist halt nur ein Teil. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist es nicht der Teil, der jetzt gerade dafür gesorgt hat, dass die Aktie in den letzten Monaten so einen Schub eigentlich nach oben bekommen hat. Aber das wäre ja zu viel verraten. Wir gehen nochmal weiter. Genau. Das Unternehmen ist relativ groß im Personal Computer, das heißt in dem PC-Bereich, hat hier einen Marktanteil oder eine Marktdominanz oder einen Markt. Ja, die Position im Markt ist hier Nummer drei hinter HP und Lenovo, den beiden anderen großen. Und man sieht hier ganz interessant tatsächlich die Shipments, das heißt die Auslieferungen aus dem letzten Q4, das heißt Q4 2023 und Q4 2022. Und da sieht man ganz interessant, dass Lenovo, HP und auch Apple relativ stark weiter so ein bisschen dem Trend entgegen Shipments oder Auslieferungen tätigen konnten. Das heißt, die Produktion lief da weiter an. Bei Dell sehen wir so ein bisschen so ein negatives Bild. Wir haben 9% Rückgang gehabt in den Auslieferungen der Personal Computer, der Computer, was so ein bisschen aufzeigt oder man erkennt so ein bisschen daran, wie der generelle PC-Markt oder der Consumer Electronics-Markt die letzten Jahre gelaufen ist. Ja, genau. Also wir sehen ganz gut diesen Hype, den wir gehabt haben nach Corona. Alle wollten ihre PCs neu auffrischen, neue Laptops kaufen, neue Bildschirme kaufen, neue iPhones haben wir bei Apple gesehen kaufen. Alles ging hoch nach Corona. Alles ist danach abgefallen, weil alle hatten neue Computer. Irgendwann hört halt ja der Boom in Richtung auf, wenn alle das besitzen, was sie erstmal haben wollten. Seitdem sind wir eigentlich eher in einem negativen Umfeld. Jetzt sieht man bei Lenovo und HP, dass sich der Trend so langsam etwas stabilisiert in dem Rahmen. Ist auch natürlich global vernetzt soweit. Bei Dell sehen wir jetzt noch hier minus 9% in diesem Quartal, aber auch da sehen wir eine relative Stabilisierung jetzt in den letzten Geschäftszahlen, die wir bekommen haben von Dell. Dementsprechend ja, muss man hier auch so sich einfach vorstellen, wir haben einen Markt, der gerade nicht boomt, aber einen Markt, der gerade sich so ein bisschen wieder fängt und wieder in den Rhythmus kommt, wo er in so einen 4,4%, so ein leichtes Wachstum über die nächsten Jahre wahrscheinlich wieder eintritt. Ja, so ein bisschen berappelt. Man sieht das auch schön jetzt auf der nächsten Folie. So ein bisschen diesen Sondereffekt, den Dustin gerade jetzt schon angesprochen hat, während Corona oder kurz danach. Wir sehen hier das Umsatzwachstum oder die Umsatzveränderung des Consumer Electronics Marktes. Das heißt für Consumer Electronics. Und hier sieht man ganz schön die Veränderung. 2021 gab es einen massiven Ansprung von 7,4% im Gesamtmarkt. Wenn wir jetzt an unsere 4,4% als Durchschnitt rechnen, sind wir da auf jeden Fall drüber. 2022 dann entsprechend der Einbruch. Das haben wir ja auch bei Apple gesehen und bei Dell hat man es auch ganz gut gesehen. Die Konsumenten waren ausgestattet mit Elektronik, waren ausgestattet mit am Ende neuen Laptops, um es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ja, und man sieht auch ganz gut, wie gesagt, hier, wie sich das wieder einpendelt. Es gibt diese Hochs und Tiefs und es ist noch ein bisschen Volatilität vorhanden. Kommt auch dadurch, dass wir natürlich jetzt eine neue Generation quasi an neuen PCs gerade bekommen. Das sind diese KI-PCs, die nochmal ein bisschen leistungsstärker sein sollen, um halt diese neuen Rechenmodelle auch gut abbilden zu können. Im Kern kann man aber sagen, es ist halt ein Markt, der weiter beständig wächst, denn die meisten Menschen brauchen halt einen normalen Computer erstmal für ihren Alltag, brauchen jetzt nicht unbedingt das neueste Topmodell, aber es ist natürlich eine neue Kategorie, die herauskommt und das sieht man auch so ganz grundsätzlich im langfristigen Ausblick für den Consumer Electronics Markt. Ja, lass uns mal reinschauen in tatsächlich das Segment von Dell, das
das auf der nächsten Folie haben wir das mal mitgebracht, das Dell Commercial PC Unit Geschäft. Wir hatten eben gerade schon so ein bisschen angesprochen, was genau darunter fällt. Sind alles Mögliche von Notebooks, Desktops über Workstations, tatsächlich aber auch Service-Dienstleistungen, die da angeboten werden. Und man sieht hier ganz oben links ganz schön den Marktanteil, den Dell tatsächlich jetzt über die letzten Jahre auch dazu gewinnen konnte. Man ist von 16% in 2013 auf einen Anteil von 23% gekommen. Von den tatsächlich den Commercial PC Shares, also tatsächlich die kommerziell genutzten PCs. Das heißt, in diesem, ja, ich würde sagen, in diesem Arbeitsumfeld hat man tatsächlich einen relativ großen Marktanteil. Ja, genau, also gute standardisierte PCs, kann man so sagen. Ähnlich wie es auch bei Lenovo zum Beispiel der Fall ist. HP macht sowas auch in der Richtung. Das heißt, man macht halt fertige, gut funktionierende, ziemlich sichere, genau. Systeme, auf die man sich verlassen kann. Und das ist das Segment. Personal PC heißt in dem Fall jetzt auch nicht nur, dass ich das halt personal für mich zu Hause kaufe, sondern halt auch wirklich der Computer, der teilweise auch genutzt wird, halt in diesen Büros. Auch das ist so ein Markt, der natürlich einen eigenen Computer für jeden Arbeitnehmer im Büro meistens vorsieht. Genau, und das ist, man sieht unten links jetzt ganz schön, das ist natürlich ein Markt, auf den sich Dell so ein bisschen spezialisiert hat. Da ist der Revenue Mix, das heißt die Commercial PCs sind bei Dell ungefähr knapp einen Anteil von 80%. Das heißt, man ist schon wirklich darauf fokussiert, diese Personal Computer für den Arbeitsplatz herzustellen, zu entwickeln und zu vertreiben. Wo man das bei der Konkurrenz, wenn man sieht, das hier unten links auf der Seite, Total PC Market, da ist der generelle Anteil natürlich ein bisschen kleiner. Das heißt, es gibt noch andere Premium Consumer PCs zum Beispiel oder Mainstream Consumer PCs, auf die Dell weniger Fokus legt als die Konkurrenz, würde ich mal sagen. Genau, man kann gut sehen, man ist auch relativ stolz darauf, dass man diese PCs zu teuren Preisen verkaufen kann. Das sieht man hier unten rechts. Also man sagt, man hat fast den doppelten Preis hier von gegenüber den Konkurrenten. Wahrscheinlich auch die etwas besseren PCs. Im Kern sieht man aber, es ist ein Geschäft, das wächst, das hat aber diese Schwankungen. Es ist aber nicht das Segment, wo gerade Dell durch die Decke geht. Deswegen gehen wir mal weiter zum nächsten größeren Markt, und zwar zum Servermarkt. Genau, Servermarkt, brandaktuelles Thema. Man sieht hier auch ein etwas kleinerer Markt. Hier haben wir den globalen Markt mit 89 Milliarden US-Dollar. Ein Wachstum von 10% wird da erwartet über die nächsten 10 Jahre. Und das ist natürlich auch was, was so ein bisschen an die aktuelle Wirtschaft sich so ein bisschen anpasst. Wir sehen das ja, die Datenzentren sprießen aus dem Boden. Überall werden Halbleiter verkauft, Chips und Datenzentren hochgezogen. Und jeder versucht im Moment so ein bisschen die Kapazität zu erhöhen. Und Dell ist da tatsächlich so ein bisschen in dem Geschäft drin, dass man halt Server herstellt selber, also entwickelt und auch herstellt. Man muss da natürlich so ein bisschen sagen, das sind jetzt nicht diese Serverräume oder diese Server, wie man sich sie vorstellt, wie sie von Nvidia teilweise mit den GPUs bedient werden, sondern das sind eher so ein bisschen Mainstream-Server, oder? Das kann man, ich meine, Dell bedient da, glaube ich, das globale Segment. Es gibt jetzt, und das ist das neue Segment, das sehen wir gleich mal so ein bisschen im Vergleich zu anderen klassischeren Konkurrenten auch. Dell ist jetzt nicht dafür bekannt, nur die High-End-Server zu machen. Sie machen quasi alles, was sie machen, das ähnlich, wie sie bei den PCs das machen, auch für die Unternehmen. Also ein Server, der gut in Konzernen genutzt werden kann. Darunter fallen natürlich jetzt auch die großen Datenzentren-Server. Jetzt muss man sagen, Google, Microsoft, die ganzen großen Tech-Riesen, die machen natürlich ihre eigenen Server in einer gewissen Form. Da macht Dell eher das Standardsystem, dass man sagen kann, dass für kleinere Unternehmen, also oder andere Unternehmen, die vielleicht nicht so tech-affin, die von denen gebraucht werden, dass sie diese dort bauen. Das heißt aber nicht, dass sie qualitativ jetzt nicht gut für diese Chips gedacht sind. Und das sehen wir gleich nochmal. Denn der Markt, der wächst weiter. Er hat einen Boom quasi hier 2022 gesehen. Da wurden die Kapazitäten rapide erhöht. Er wächst aber auch weiter in den nächsten Jahren. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, ist der Markt auch schon relativ segmentiert. Wenn ich nochmal eine Folie weitergehe, sieht man nämlich so, wer in dem Segment aktiv ist. Das ist jetzt hier mal die Global Server Revenue für verschiedene Unternehmen. Man sieht hier in diesem großen lilanen Bereich, das sind die Original Manufacturers, also die großen Konzerne, die eigene Datenzentren über Server bauen, ja. Also Microsoft, Amazon, Google, die großen Cloud-Riesen in dem Falle, die sprechen nicht mit Dell, sondern die machen das ganze Ding selber, weil sie es in Riesenmaßen halt skalieren müssen. Man sieht aber danach, wenn es halt in die einzelnen Segmente geht, dass Dell halt hier einen sehr großen, signifikanten Marktanteil hat. Man sieht,
Natürlich auch hier HP, man sieht Lenovo, man sieht Inspur, IBM, hier sieht man auch Supermicro, die ja gerade auch einen Hype erlebt haben. Und hier sieht man nochmal halt den wirklich die ODMs direkt, die das dann für zum Beispiel Google, Microsoft und wie sie auch alle heißen, halt auch umsetzen. Foxconn ist ja so ein relativ bekannter Name. Und was hierbei halt auffällt, ist, dass diese Serverlösungen hier auf der Seite halt schon relativ groß sind und sich insbesondere aber gerade in Konkurrenz mit kleineren Companies befinden, die halt sehr, sehr stark auf diesen rein, oder ich würde sagen, sehr, sehr stark mit einem sehr starken Fokus auf diesen KI-Markt gehen. Und was wir aber gesehen haben, und dann kommen wir so ein bisschen über die Schwankungen der letzten Wochen zu sprechen, dass halt einige dieser Unternehmen, die halt sehr, sehr hoch getrieben wurden in den letzten Wochen auch, und insbesondere gestern haben wir es bei Supermicro gesehen, deutlichen Einbruch erlitten haben. Supermicro Computers hatten wir uns ja auch hier angeguckt, für alle, die es interessiert. Guckt mal in die Mediathek, wir haben da schon eine Analyse zu gemacht. Damals war die Aktie noch doppelt so hoch bewertet, sie hat sich mittlerweile halbiert in den letzten Tagen. Das zieht natürlich das Gesamtsegment runter. Man kann im Kern aber trotzdem halt wirklich sagen, dass es ein Markt ist, der generell einfach wächst. Und das hat zwei Anwendungsbereiche. Und wir haben hier mal kurz einen Vergleich zwischen Dell-Servern und HP-Servern, weil das ist nochmal hier eine Folie zuvor zu sehen. Das sind die beiden größten eigentlich aktuell in dem Segment und natürlich streitet man sich darum, bessere Entwicklung auch hier für die klassischen KI-Anwendungen oder auch für die Cloud-Anwendungen zu schaffen. Und man sieht hier nochmal den Vergleich, wie gut sind vielleicht beide bewertet. Das ist jetzt hier nicht auf den letzten Punkt runtergebrochen, aber es zeigt mal so eine grundsätzliche Idee dafür, was denn irgendein Server vielleicht besser kann als ein anderer Server, weil das ist schon eine Technologie, ja, die auch komplex ist. In diesen Servern stecken dann am Ende Chips, Racks von den großen Chip-Anbietern. Dell wirbt damit, dass man die großen quasi KI-Chips auch von Nvidia gut einsetzen kann bei sich in den Servern. Was wir aber ganz gut sehen können, ist halt, dass beide hier auf sehr hohen Niveaus spielen. Die Dell-Server sind dabei ein bisschen leistungsstärker, sind grundsätzlich ein bisschen besser für Langlebigkeit bekannt. HP spielt dafür ein bisschen flexibler mit dem Preis umher. Das ist so das, was man eigentlich sagen kann. Also mehr Leistung tendenziell bei Dell, ein bisschen preisflexibler bei HP. Im Cloud-Thema ist man relativ ähnlich aufgestellt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, spielen beide halt auf hohen Niveaus. Und diese beide auf hohem Niveaus Spiel führt dazu, dass der Markt zwar in Summe weiter wächst und man aber generell halt versucht, einen Vorsprung gegenüber den Konkurrenten sich irgendwie zu erarbeiten. Denn wir haben ein 20-prozentiges Wachstum, was wir hier in der CAGR sehen in diesen Bereichen, auch vorhergesagt. Wir haben 9,9-prozentiges Wachstum ganz generell auf dem globalen Markt, das wir sehen. Und natürlich geht es darum, wer hat die Nasenspitze weiter vorne. Und da ist zum einen das Thema Leistung natürlich eine Frage, wie wir es auch von anderen Chip-Unternehmen erkennen oder wie wir es zum Beispiel von Chip-Unternehmen kennen. Eine andere Frage ist natürlich das Thema Preis und ich gehe jetzt nochmal weiter auf den Snapshot, denn da wird es gerade spannend und da ist es auch interessant zu sehen, wie sich halt die Unternehmen untereinander absetzen. Denn Supermicro Computer hat damit geglänzt gestern, dass die Umsätze eigentlich so im Rahmen waren, dass aber auch in die Zukunft man weiter starkes Wachstum voraussagt, aber zu Lasten der Profitmarge. Das heißt, man geht mit den Preisen hier deutlich runter. Man hat hier einen Rückgang, glaube ich, mittlerweile von 7-8% gesehen innerhalb von einem Jahr. Das ist schon relativ viel, insbesondere weil Supermicro Computer in dem Falle so bei ja, eher 10-12% Profitmarge unterwegs ist. Bei Dell scheint man das noch nicht zu sehen. Man sieht hier noch eine relativ stabile Profitmarge. Das ist jetzt aber das Geschäftsjahr 2023. Was jetzt bald passiert, das muss man sagen, Dell hat ein leicht verschobenes Geschäftsjahr. Das wird sich noch zeigen, ist aber ein Grund dafür, dass halt die Aktien hier gerade wieder runterfallen, ein Stück, weil halt es halt diesen Konkurrenzkampf in dem Marktsegment gibt. Es ist zwar ein Markt, der boomt, aber Preiskämpfe finden statt. Am Ende sagt man ja oftmals gerne bei solchen Märkten, the winner takes it all. Ob das so ist, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber es ist natürlich trotzdem ein Kampf darum, profitabel dieses Geschäft weiterzutreiben. Jetzt haben wir bei Dell ein Unternehmen, was Großes, was halt auch nur ein Segment in diesem Markt hat, was aber aktuell sich zumindest von den Profitmargen her auch noch gut hält und was jetzt mittlerweile von der Bewertung her auch ja wieder in einem relativ, ich sage jetzt mal, vergleichbar guten Kontext wieder dasteht oder günstigeren Kontext. Wir waren in der letzten Woche hier. Ich habe das gerade tatsächlich auch gedacht. Ich glaube, ich bin es ja gerade nochmal durchgegangen. Wir waren bei 22.
Das heißt, da haben wir jetzt nochmal relativ viel verloren. Jetzt sind natürlich die nächsten Zahlen werden entspannt. Lass uns mal in die Zahlen des letzten Geschäftsjahres reingehen und so ein bisschen gucken, wie denn tatsächlich trotz des Umsatzrückgangs wir dann am Ende auf eine deutliche Margenverbesserung gekommen sind. Und hier sieht man das ganz schön, die Unterteilung in Product und Service Revenue, das heißt der tatsächliche Hardware-Umsatz und der am Ende Software-Umsatz würde ich es nicht nennen, aber der Service-Umsatz, also quasi alles, was rund um die Produkte angeboten wird. Und hier sieht man ganz schön, dass zwar der Produktumsatz, wie wir ja auch so ein bisschen gesehen haben, oder was noch so ein bisschen die Auswirkungen der Corona-Sonderkonjunktur, würde ich es jetzt mal nennen, sind. Wir sehen, der Produktumsatz ist deutlich zurückgegangen von knapp 80 Milliarden US-Dollar im Jahr auf jetzt nur noch knapp 65 Milliarden US-Dollar. Auf der anderen Seite hat der Service Revenue gezeigt, dass dieser relativ beständig ist. Wir sind hier von 23 auf 24 Milliarden kontinuierlich weiter angestiegen. Das ist so ein bisschen, das ist ungefähr das gleiche Wachstum, was wir auch schon im Vorjahr gesehen haben, was so ein bisschen diese Resilienz dieses Geschäftsfeldes zeigt. Und natürlich auch dadurch, dass es ein deutlich höher margigeres Geschäft ist, haben wir eine deutliche oder haben wir eine leichte Verbesserung der Margen gesehen, sodass am Ende die Gewinne, sehen wir jetzt hier ganz unten, auch über dem Vorjahr liegen, obwohl man tatsächlich um die, jetzt gehe ich hier nochmal ganz kurz zurück, damit ich keinen Quatsch erzähle, um 14% eingebrochen sind. Man kann also sagen, aktuell lief das mit den Margen alles noch gut, also dementsprechend auch das Wachstum im Geschäftsjahr zu sehen. Lass uns mal in die letzten Monate hier blicken, so ein bisschen. Was sehen wir da? Wir sehen hier ein Wachstum schon Genau, wir auch sind der jetzt im Revenues. Bereich Client Solutions. Das ist dieser erste Geschäftsbereich, wo man sich um den Verkauf von Computern, Personal Computern beschäftigt. Man sieht hier den Bereich auf dem der oberen, in dem oberen Graphen oder in dem oberen Tabelle sieht man das letzte Geschäftsjahr. Und hier sehen wir tatsächlich in beiden Bereichen, Commercial und Consumer, sehen wir einen Rückgang von Consumer tatsächlich sogar 28%, fast ein Drittel, die man da verloren hat. Man sieht so ein bisschen eine kleine Erholung jetzt in den letzten 3 Monaten, die wir jetzt gerade hatten. Die Zahlen sind natürlich aktueller. Wir sehen, die letzten Zahlen sind hier aus dem 3. Mai. Wir sehen besonders im Commercial-Bereich, der deutlich wichtiger ist, deutlich größer natürlich auch ist, eine leichte Erholung von 3%, sind aber im Consumer-Bereich immer noch negativ unterwegs. Und da sieht man, das unterstreicht natürlich jetzt nochmal so ein bisschen diese Preisgestaltung. Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückdenken an Apple, da sind die Umsätze natürlich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen oder in den letzten Quartalen so ein bisschen konstanter gewesen. So ein bisschen die Schwäche, die jetzt Dell so ein bisschen zeigt im Man merkt, wir Consumer-Bereich. haben eine kleine Rezession und halt Ja. dieses Wachstum stabilisiert sich, wie gesagt, kommt aber noch nicht so ganz zurück. Also wir haben Bereiche, wo man wieder leichtes Wachstum sieht. Hier sieht man trotzdem noch einen Rückgang in dem Bereich. Aber wie gesagt, der wichtige Commercial-Bereich, der wächst halt weiter und ist weiter so ein bisschen stabiler. Und ja, wie ist es hier auch Ja, zu der sehen? Infrastrukturbereich, Genau. sage ich es mal aufs Deutsch, ja, umfasst, wie das denn das gerade schon gesagt hat, alle möglichen Server- und Speicherlösungen. Hier hat man im letzten Jahr auch einen deutlichen Rückgang gesehen, vor allem auch der Margen. Wir sind hier ja von 13% auf 13% gewesen, aber leicht minimal die Prozentpunkte runter. Und hier sehen wir tatsächlich eine deutlichere Erholung im letzten Quartal. Wir sehen hier die Servers in Networking, das heißt die Server und die Netzwerktechnologie, die dazugehört, die um fast 50% angestiegen sind in den letzten 3 Quartalen. Das heißt, wir sehen wieder Investitionen der Großen. Das ist ja dann eher dieser Commercial-Bereich. Als Privatperson stellt man sich wahrscheinlich eher weniger so einen Server ins Haus. Und vor allem auch der Storage-Bereich, der Speicherbereich, der auch gewachsen ist. Tatsächlich nur minimal, aber wir haben ein Gesamtwachstum auf jeden Fall drin. So ein bisschen negativ oder so ein bisschen vorsichtig muss man natürlich sein mit dem Margenrückgang, den wir jetzt gesehen haben in dem Bereich auch von 10% auf 8% operative Marge runter. Genau. Und da sieht man auch hier ein ähnliches Problem, wie wir es halt jetzt bei den anderen Konkurrenten gesehen haben. Man hält sich zwar noch relativ stabil, aber das Thema Marge ist halt auch hier ein Punkt und es gibt halt schon einen gewissen Preiskampf, während man zu Beginn fast für jeden Preis das irgendwie noch umsetzen konnte, weil der Bedarf, der Nachholbedarf in diesen Segmenten doch so deutlich war, ob man irgendwie dabei sein wollte, scheint es jetzt doch so zu sein, dass die potenziellen Käufer hier mehr auf den Preis achten und man nicht jegliche Margen halt durchsetzen kann, insbesondere wenn man auch teilweise natürlich höhere Kosten hat für das Thema. Und das spiegelt sich so in den letzten Quartalen auch eigentlich in der Summe wieder. Also wir haben eine grundsätzliche Erholung, weil halt die Revenues auch wieder anziehen, die Segmente wachsen halt weiter. Wir haben aber ein kleines Margenthema. Das ist bei Dell jetzt noch nicht so ausgeprägt. Wir haben immer noch gute Margen im Vergleich.
Ja, man muss hier natürlich auch ganz vorsichtig sein. Wir haben hier einen Income Tax Benefit gesehen, in der fast ganz untersten Reihe, dann nochmal in der Klammer drinne. Das heißt, das Ergebnis ist so ein bisschen verfälscht. Wir haben einen 400 Millionen US-Dollar Steuerrückerstattung gesehen. Das heißt, wenn wir die jetzt abziehen würden von den Gewinnen, natürlich ist das immer alles nicht so ganz real und man kann das nicht so ganz abziehen, aber da sieht man tatsächlich so ein bisschen den Margendruck, den du gerade auch beschrieben hast. Ja, genau so ist es. Also dieser Wert ist hier schon verfälscht und Tom sagt zwar richtig, ja, das hätte man in den anderen Quartalen vorher zum Beispiel vielleicht nicht zahlen müssen. Im Kern kann man aber schon sagen, wenn man es halt operativ vergleicht, und das sehen wir halt schön hier im Operating Income auch, haben wir eigentlich einen leichten Rückgang in Gesamtsumme und das bei wachsenden Revenues. Das heißt, wir haben auch hier ein kleines Margenthema und dieses kleine Margenthema, das ist natürlich etwas, ja, wo es dann doch schon darum geht, wie nachhaltig ist dann so ein Wachstum, wie lange zieht sich noch der Preiskampf. Wir sehen ähnliche Segmente ja gerade so ein bisschen im Automobilbereich, im Ja. E-Auto-Bereich, wo es auch immer einen Margendruck gibt und das dann doch sich ja aktuell auch auf einige Ergebnisse niedergeschlagen hat, haben wir in den letzten Wochen bei den deutschen Autobauern gesehen, sehen wir auch bei Tesla. Also auch da führt ein Preiskampf oftmals zu mehr Wachstum, aber natürlich muss man, nachdem man sich die Marktanteile ergattert hat, doch auch irgendwie wieder Geld verdienen. Ja, und die natürlich dann auch, die sind natürlich dann auch hart umkämpft. Man sieht das ja ganz schön, dass die neuen Konkurrenten natürlich, besonders die stark finanzierten Konkurrenten dann natürlich margentechnisch einfach mehr anbieten können, preislich dann am Ende. Wir hatten es letzte Woche angesprochen, Dell ist ja wieder zurück an der Börse und dementsprechend ist die Dividendenhistorie jetzt auch noch nicht allzu lange, dass man sie wieder gut vergleichen kann. Wir sehen aber, dass in den letzten 3 Jahren, in denen eine Dividende gezahlt wurde, hier doch es ein schönes Wachstum der Dividende gab. Das heißt, grundsätzlich verdient man noch genug Geld, um auch diese Dividenden ganz gut zu bedienen. Es ist, glaube ich, kein reiner Dividendentitel. Dafür haben wir aktuell, glaube ich, zu viel Bewegung im Markt. Es ist zwar historisch ein alter Titel und wenn man jetzt so ein bisschen das Server klassisch oder das Server-Segment wegdenken würde und eher in diesem Fahrwasser bleiben würde. Wir haben Commercial PCs, normale PCs, dann würde man eher sagen, okay, das Geschäft kennt man, das führt man schon lange durch, da ist eine Dividende das, worauf man teilweise auch mit abzielt. Der Serverbereich ist halt doch gerade vielversprechend für viele dieser Unternehmen, deswegen ist man dort sehr aktiv. Dadurch ist das Geschäft aber auch ein bisschen volatiler geworden und dementsprechend, ich gehe noch mal ganz kurz zurück, auch die Kurse volatiler geworden. Also ich spreche jetzt hier mal, sage ich mal, vom eher klassischen Consumer-Bereich, aus dem man hier gekommen ist, während hier ja dann das Server-Segment ein bisschen mehr aufgekommen ist und dann merkt man, wird die Bewegung natürlich deutlicher. Dann hat man auch am Ende mehr Potenzial vielleicht, aber das Risiko wird natürlich auch ein bisschen höher. So ist es auch auf der Pro- und Kontra-Seite zu sehen. Im Kern, und das ist jetzt natürlich wieder meine Meinung, finde ich, ist es zumindest ein Unternehmen, was man sich wieder angucken kann, weil mit einer Bewertung aktuell einem KGV von 18 ist doch wieder relativ human bewertet ist. Wenn wir uns da andere Konkurrenten, die noch stärker in dem KI-Hype drin waren, Supermicrocomputer angeguckt haben, da haben wir ganz andere Bewertungen gesehen, die jetzt sich auch ein bisschen wieder revidiert haben. Wir haben darüber gesprochen, wie gesagt, vor ein paar Wochen. Aber grundsätzlich ist es halt ein Segment, was weiter wächst. Und auch wenn an vielen Stellen diese Euphorie um das Thema gerade etwas wieder einbricht und vielleicht viele Erwartungen nicht so ja, erfüllt wurden, sprechen die großen Technologiekonzerne, die die Server, die Cloud-Struktur halt weiter vorantreiben im großen Stile, immer davon, dass wir langfristig ein Wachstum in dem Markt dort sehen, dass sich das angleichen muss. Und da sind halt Dell und ja, das gesamte Konsortium eigentlich um sie herum, halt diejenigen, die auch da die Zulieferer sind. Ob es diejenigen sind, die am Ende hier den Marktsprung schaffen, ist die Frage. Am Ende hat man trotzdem noch ein relativ großes weiteres Consumer-Geschäft und dementsprechend zumindest eine Aktie, ja, die man sich mal angucken sollte, zumindest meine Ja, Meinung auf jeden dazu. Fall, wie du schon am Anfang meintest, interessant jetzt besonders mit diesen KI-Laptops oder KI-Lösungen, die dann auch in die Endgeräte integriert werden sollen. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Jahr für Consumer Electronics und dann auch für Dell natürlich, ne? Wir schauen uns heute Abend das Thema erneuerbare Energien in Europa an und damit geht es jetzt nicht um das Solarthema, was wir schon ein, zwei Mal abgehandelt haben, wo das auch sehr volatil ist, sondern wir gucken mal in die klassischen einzelnen Aktientitel im Thema Energiesektor in Europa. Dazu gehören RWE, dazu gehört E.ON, Siemens Energy. Ich habe jetzt mal so ein paar Namen fallen gelassen. Wir gucken uns heute davon einige nochmal an, werden sie bewerten, werden auch da gucken, wo gibt es eventuell Potenziale, auch mit den Korrekturen, die wir gerade gesehen haben. Denn auch da, ja, sind die Bewertungen etwas zurückgekommen. Dementsprechend, das
heute Nachmittag, ich freue mich da sehr drauf. Das wird sehr Mich spannend. auch. Viele Ich mich spannende auch. Titel. Ja, und nächste Woche dann wieder Market Roundup und natürlich Aktien Roundup. Dann auch nochmal intensiver das Thema Siemens Energy angeguckt, nachdem wir heute Nachmittag schon mal in die Bewertungen geguckt haben. Wir Perfekt. verabschieden uns. Vielen Dank. Bis dahin. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.